Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute gibt es heute ein Server-Update. Und zwar spielen wir jetzt schon seit insgesamt 3 Monaten auf diesem Server. Das ist echt der Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Und in diesen nochmal extra 2 Monaten hat sich wieder einiges getan. Ich habe ja schon einmal ein Server-Update gemacht nach 1 Monat und jetzt wie gesagt nach 3 Monaten. Und ja, dann wollen wir mal gucken, was sich so verändert hat. Wir starten hier wieder in dem Dorf, was ich ja schon im ersten Monat gebaut hatte. Allerdings hat sich hier nicht wirklich irgendwas verändert. Ich weiß gar nicht, ob sich... Ich glaube, es hat sich echt gar nichts geändert. Sogar der Typ da oben hüpft da immer noch so behindert rum, wie auch in der ersten Folge schon. Was sich aber hier in der Nähe geändert hat, ist der See, also der da vorne, den habe ich jetzt komplett mit Wasser gefüllt. Da war ja in der letzten Episode quasi noch so ein, naja, eigentlich nur ein Loch, wo halt kaum Wasser war. Aber jetzt ist das ein richtiger See. So, ansonsten hat sich hier, glaube ich, gar nichts getan. Wenn ich hier sonst nähere Infos über das Dorf haben wollte, könnt ihr euch gerne die erste Folge nochmal anschauen. Insgesamt würde ich euch das empfehlen, damit ihr wisst, was hier so abgeht, weil ich werde jetzt hier nicht alles erklären, was ich schon mal gezeigt habe quasi, sondern nur die Neuerungen zeigen. Und deswegen laufen wir hier jetzt einmal ein bisschen rum, weil hier hat sich auch nichts getan eigentlich. Hier auch nicht, in dem Weg hier. Aber wir sind jetzt fast da, wo sich etwas getan hat, und zwar da vorne bei der Kreuzung. Da hat sich ein bisschen was getan. Und zwar gibt es jetzt tatsächlich einen Weg zu unserer Villa quasi. Das ist dieser hier. Aber da gehen wir noch nicht lang, erstmal gehen wir woanders lang. Und auch neu sind diese Wegweiser quasi, wobei ich den hier ein bisschen komisch finde. Der sieht... Na, da wollte ich zu viel, glaube ich. Da finde ich diesen kleinen hier doch ein bisschen cooler. Aber sei es drum, wir haben jetzt hier so ein großes Ding und hier beim Schäfer hat sich auch nichts geändert, glaube ich. Ich habe nur... Ja, Schäferhunde gibt es jetzt. Die habe ich hier hingebracht. Ich glaube... Oder gab es die schon? Nee, ich glaube noch nicht. Und auch die Schafe, die sind jetzt alle ein bisschen bunter, weil ich bunte Wolle gebraucht habe. Und es gibt noch was Cooles Neues dahinter. Da müssen wir nur einmal hier langlaufen, weil es da noch keinen richtigen Weg hingibt. Und vorher gönne ich mir nochmal ein nices Steak und ich muss mir gleich auf jeden Fall ein nice Steak mitnehmen. So, hier hat sich was geändert. Und zwar gibt es jetzt hier einen kleinen Bahnhof, den ich euch mal zeige. Und zwar ist das dieser kleine hier. Das ist eigentlich, na okay, nicht wirklich ein Bahnhof, sondern mehr so eine Haltestation. Und hier hinter ist noch eine Karte. Da seht ihr auch ein bisschen, wo wir uns gerade befinden. Und zwar soll das hier so eine Art, ja, Ferienresort werden. So ein Luxus-Dingsbums-Zeugs und so. Und das ist, wie gesagt, die Haltestelle quasi von der Bahn. Dann kommt man hier in so eine kleine Kuppel, die irgendwann auch komplett fertig ist. Aber ich habe gerade kein Glas, deswegen, na, nur ein Viertel bis jetzt. Und hier sollen dann vielleicht noch Bänke oder sowas, keine Ahnung. So, auf jeden Fall gibt es denn hier einiges zu sehen, und zwar haben wir hier zum einen hier rechts ein Tennisfeld, wo allerdings noch das Netz fehlt. Da bin ich mir nämlich noch nicht sicher, was ich nehme. Entweder nehme ich halt Spinnenweben, das würde eigentlich ganz gut aussehen, aber es wäre auch irgendwie der Standarddesign. Man könnte aber auch so weißes Glas nehmen, das würde auch ziemlich cool aussehen. Ja, wie gesagt, habe ich aber noch nicht. Und dann gibt es hier so eine kleine Tribüne, wo man zugucken kann, wie man den Tennis spielt und so weiter. Und auch der Boden hier, das ist auch richtig anstrengend gewesen, hier so ein Muster reinzumachen. Davon gibt es da hinten auch noch mehr. Aber es sieht ziemlich cool aus und von daher war es die Mühe auf jeden Fall wert. Und hier unter den Teppichen ist übrigens das Licht. Ja, hier zum Beispiel. Immer in so regelmäßigen Abständen, damit es ja auch in der Nacht hell ist, aber man halt die Fackeln nicht überall sehen muss. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. Dann gibt es hier so einen kleinen selbstgebauten Berg, der aber irgendwie unspannend ist. Da müssen jetzt noch Pflanzen rauf und bliblablub und so. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt hier mal weiter. Hier in dieses Gehege quasi oder in diesen kleinen Abschnitt soll mal später ein cooler Baum hin. Habe ich aber noch nicht gebaut. Und hier in die Mitte soll so ein Teilchen mit ein paar coolen tropischen Fischen und so Keukapfenmäßig angelehnt eben. Aber auch noch nicht gemacht. Hier vorne haben wir dann erstmal so dieses ganze Zeug, was man so beim Bauen braucht. Man weiß ja nie. Und auch ein Bett, damit man hier pennen kann und halt, ne, Öfen. Das, was man eben so braucht, braucht, wenn man baut. So rum. So, hier vorne gibt es noch einen kleinen See, der ist auch selbst gemacht. Einfach, damit es von oben ein bisschen cooler aussieht vielleicht. Und hier ist ein Springbrunnen. Sehr cool. Und dann sind hier so ein paar selbstgebaute Bäume. Die wollte ich so ein bisschen gepflegt aussehen lassen und deswegen sind die so beschnitten quasi. Dann sind hier noch ein paar liegen. Hier ist ein riesiger Pool. Das wird mal so das Schwimmbad quasi. Und auch da der Boden wieder komplett durchgemustert. Was ziemlich cool aussieht, aber halt auch super viel Arbeit war irgendwie. Und irgendwie ist er ein bisschen sehr groß geworden. Also ganz so tief wollte ich den nicht machen, aber irgendwie ist es dazu gekommen. Hier soll später ein tiefes Loch hin, in dem man tauchen gehen kann quasi. Also so ein, ja, Tauchloch. Keine Ahnung, wie man sowas nennt. Aber es wird auf jeden Fall cool. Das hatten wir schon mal auf dem Server. Allerdings gibt es den Server leider nicht mehr und ich habe auch kein Backup in der Welt bekommen, obwohl ich es eigentlich gesagt hatte. Naja, egal. Auf jeden Fall kommt das dann hier wieder hin und das wird so eine kleine Hommage eben an den anderen Server, den wir mal hatten. So, dann sind hier noch ein paar Liegen quasi. Hier kommt dann auch nochmal später der Springbrunnen hin, aber ja, ne, irgendwie kein... Ich glaube, ich hatte davon keine mehr, von diesen Steinen, aber ne, gleichzeitig hatte ich auch keine Lust, deswegen ist das hier nicht weitergegangen. So, hier auf dieses coole gemusterte... kommt später nochmal so ein paar Springtürme, oder kommen später mal ein paar Springtürme, die dann so auf verschiedenen Höhen sind und von da kann man dann ins Wasser springen und deswegen ist das hier auch ein bisschen tiefer als eben da vorne, einfach damit man genug Platz hat und sich nicht irgendwie anstößt oder sowas.
So, hier kommen denn noch alles Bäume hin und so weiter und Büsche und Blumen und was auch immer und vielleicht auch ein bisschen Wasser noch. Es wird dann nicht später alles voll sein. Bin ich auch noch nicht zugekommen. Und hier soll dann später ein großes Ferienhaus hin, so auf dieser Fläche. Und da soll dann so alles Mögliche drin sein, was man so in einem Ferienhaus halt haben kann. Also irgendwie Billardtisch und eine kleine Disco und eine Sauna und alles dieses Zeug halt. Und ich habe auch überlegt, ein paar Minigames denn hier hinzubauen, die man so spielen kann. Zum Beispiel viel gewinnt, habe ich gesehen, kann man eine richtig coole Version in Minecraft machen. Oder auch so einen Bogenkurs, wo man dann so mit dem Bogen auf Pfeile schießen muss. Mit dem Bogen auf Pfeile schießen muss, ja klar. Wo man mit Pfeil und Bogen auf Ziele schießen muss. Ja, würde ich mir auch ganz spaßig vorstellen, einfach, dass man so ein bisschen noch die Zeit totschlagen kann. Tic-Tac-Toe gibt's auch. Kann man auch machen, habe ich ja schon Tutorial gesehen. Und vielleicht auch so eine 1 gegen 1 Kampfarena oder sowas, das wäre ganz cool. Und ich würde sagen, wir pennen hier mal kurz, weil wir laufen gleich über den Weg und nicht, dass da irgendwelche Creeper uns da alles zerstören. So. Und ja, das war's eigentlich für diesem Feriengebiet quasi. Das ist eben noch nicht so weit fertig, das haben wir auch gerade erst angefangen quasi. Aber das wird, denke ich, ziemlich cool. Und ich denke, in einer der nächsten Folgen, die dann wahrscheinlich bei 6 Monaten kommt, oder 6 Monate Server quasi Geschichte, dann werdet ihr das, denke ich, sehen. Dann seht ihr, was daraus geworden ist aus meinen Ideen. So, hier vorne kommen natürlich dann auch wieder Bäume hin, das ist jetzt nur erstmal, weil ich nicht wusste, wie groß das wird, habe ich ja alles abgeholzt und so und ja, das soll da alles wieder hin. Die Idee ist auch, dass man vom Schäfer aus quasi gar nicht sieht, dass dahinter was ist. Also, dass man, wenn man nur beim Schäfer ist, dass man sich denkt, okay, dahinter ist wohl Wald und dann kommt aber tatsächlich noch dieses versteckte Feriengedöns quasi. So, und jetzt gehen wir den Weg lang, den ihr ja eben schon gesehen hattet. Und zwar ist der, glaube ich, komplett neu, den könnt ihr gar nicht kennen von dem anderen Video, oder habe ich den da schon gehabt? Ich glaube nicht. Ja, hier gibt's wieder alles, also hier ist der auch voll ausgestattet, so sollen später auch alle anderen Wege aussehen, mit Büschen und Blumen und Bäumen und so weiter. Hier ist auch noch eine kleine Brücke über so einen kleinen Fluss quasi, oder so einen kleinen Bach, der hier runtergeht und dann in den großen See. Und ja, das ist ziemlich cool. Ich habe auch versucht, oder ich habe mir Mühe gegeben, die ganzen Lichtquellen auch zu verstecken unter Trapdoors und unter hier Teppichen und so weiter, weil ich finde, Fackeln sehen immer blöd aus. Und ich finde, das ist ziemlich gut geworden, hier spawnt auch nichts und man sieht eben keine von den Lichtquellen so wirklich. Das gefällt mir sehr gut. Und insgesamt auch die Büsche und die Blumen und das Gras und so, das finde ich passt alles ziemlich gut zusammen und ich hoffe, ich kriege das so auch bei den anderen Wegen, die wir gerade eben schon gegangen sind, einigermaßen so hin. So, dann haben wir hier den Stall, den müsstet ihr aber eigentlich schon kennen, aber ich weiß nicht, ob ihr hier schon das Außengehege kennt. Hier sind 2 Skelettpferde und ein Hühnchen hat sich hier auch irgendwie rein verirrt und ich werfe immer die Eier, aber irgendwie kommt kein zweites, also wird das Hühnchen von alleine bleiben für immer. Ja, es hat ja immer die Skelettpferde, ganz cool. Und hier sind dann auch noch andere Boxen mit Skelettpferden, aber wie gesagt, das müsstet ihr eigentlich schon kennen. Auch hier natürlich wieder, oh ne, ganz klar, oder? Irgendwo hier sind auch wieder Lichtquellen unter den Teppichen, habe ich überall ein bisschen gemacht, einfach damit man nicht überall Fackeln hinspammen muss, weil das sieht ja ein bisschen doof aus. So, hier haben wir unser Haus und den ganzen Garten gab es, glaube ich, noch nicht. Zum Beispiel habe ich hier so ein kleines Beet gemacht, was so ein bisschen geordneter sein sollte. Also ich habe hier so eine Umrandung quasi gemacht und dann noch eine, so eine Hecke, also heckenmäßig, dann eben so abwechselnd immer Blumen reingetan. Und ich finde eigentlich, sieht das ganz cool aus, mal ein bisschen Abwechslung. Sonst habe ich ja immer nur so was Wildes wie hier vorne, so irgendwelche Büsche mit Blumen reingespammt. Und sieht aber auch gut aus, muss man dazu sagen. Ich wollte halt so ein bisschen Abwechslung mal haben. Hier vorne haben wir dann auch noch so einen kleinen Steg, an dem Boote anlegen könnten, wenn wir ein Boot fahren würden hier. Und auch hinter dem Stall ist wieder alles mögliche, vor allem mit irgendwelchen Pflanzen und Melonen habe ich da hingestellt. Einfach so ein bisschen Variation. Also was ich auch gemacht habe, ist, dass so ein paar Pflanzen quasi am Haus hochwachsen. Das finde ich auch ziemlich cool. Aber da habe ich gemerkt, dass man damit doch sparsam sein sollte. Ich hatte hier nämlich zuerst alles zugekleistert und das sah dann schon ein bisschen komisch aus. Jetzt habe ich nur so ein paar Ecken eben und ich finde, das sieht eigentlich ganz nice aus. So, hier vorne sollte eigentlich ein Whirlpool hin oder sowas, aber irgendwie ist das komisch geworden, keine Ahnung. Irgendwie, weiß ich nicht, das ist so irgendwie Fehler am Platz, ich weiß auch nicht so genau. Aber ich habe es jetzt erstmal da gelassen, weil ich auch nicht so richtig wusste, was man da sonst hin tun soll. Aber naja, wenn ihr eine bessere Idee habt, auf jeden Fall in die Kommentare damit. Keine Ahnung, darüber reden wir einfach nicht mehr. So, den Pavillon kennt, denke ich, jeder aus der letzten Episode, da gab es ihn ja schon. Und den Teich, oha, lag. Den Teich hier kennt ihr, denke ich, auch. Da ist noch ein bisschen ja, Leben jetzt reingekommen und auch die Picknickdecke hier ist, glaube ich, schon gewesen, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hier ein Korb mit einem Kuchen und Picknick und Bäumen und noch mehr Pflanzen und so weiter. Nichts Besonderes. So, dann gehen wir mal ins Haus, oder nee, wir gehen noch nicht ins Haus. Ich habe hier nämlich noch ein bisschen Technik gebaut. Und zwar ist hier ein Tageslichtsensor und der sorgt dafür, dass alle Türen von dem Haus automatisch aufgehen, wenn es Tag wird und automatisch zugehen, wenn es Nacht wird. Wir hatten nämlich hin und wieder Probleme mit Viechern, die halt immer reingekommen sind, mit irgendwelchen Creepern und so, und das war halt schon ein bisschen blöd. Und dementsprechend sind jetzt nachts alle Türen zu und wir sind sicher soweit. So, im Haus hat sich auch nicht so viel verändert. Ich habe noch ein paar mehr Blumen überall hingestellt, also diese
Pflanzendinger hier. Die stehen jetzt so ungefähr in jeder Ecke, wie ihr seht. Aber ansonsten hat sich nicht wirklich was getan. Wobei, wir haben jetzt ein neues Familienmitglied quasi. Und zwar ist das hier Schnuffi, glaube ich. Haben wir den genannt? Oh, komm mal her. Ich sehe deinen Namen nicht. Okay, er versteckt sich. Er ist ein bisschen scheu. Aber ich glaube, das ist Schnuffi gewesen oder Fluffy oder irgendwie sowas. Und der hat mal meine Freundin hier angehüpft und dann haben wir beschlossen, ihn hier einzusperren unter der Treppe. So ein bisschen Harry Potter. Vielleicht kann der irgendwann mal zaubern, das wäre cool. Wie heißt er denn? Da war gerade der Name Schnuffi, ja, wunderbar. So, auch traurig, dass ich den Namen von unserem Kind quasi vergesse. Das ist RIP. Ja, hier hat sich nichts geändert, aber wir haben jetzt ein Badezimmer. Und das zeige ich euch mal schnell. Das ist nämlich das Badezimmer quasi aus meinem Tutorial. Nur ein bisschen angepasst eben. Ist eigentlich ganz cool geworden. Vorher war der Raum ja leer und jetzt halt, wie gesagt, mit allem drum und dran. Super. Gefällt mir. Und auch hier vorne sind jetzt richtige Rüstungen und so weiter. Aber nichts krass Besonderes jetzt. Hier haben wir auch noch einen Sonnenschirm gebaut. Aber, ja, wie gesagt, nichts unglaublich Krasses. Hier haben wir auch einen Sonnenschirm. Hier habe ich ein bisschen die Terrasse erweitert und auch ein bisschen verschönert, noch ein bisschen mit Pflanzen und mit hier Geländer und so weiter und mit Liegen und mit dem Dingsbums hier halt, mit dem Sonnenschirm. Und dann haben wir hier einen Weg, den wir lang gehen können. Hier gibt es ja eine kleine Brücke über das Wasser. Aber da gehen wir jetzt noch nicht lang. Und ihr seht schon ein bisschen Spoiler, aber wie gesagt, da gehen wir noch nicht lang. Hier übrigens auch noch Pflanzen an der Wand. Wir gehen jetzt den anderen Weg erstmal, und zwar zum Museum. Das war ja das große Projekt, was ich in der letzten Episode angekündigt habe, was ich unbedingt mal fertig bauen möchte. Und ja, ich bin auf jeden Fall vorangekommen. Vorher nochmal bei den Kühen hier kurz reingeguckt. Ich habe da nicht auch ein bisschen was gemacht, ein bisschen noch mehr Blumen und so Zeugs. Und ich habe auch versucht, so diese Bürstendinger zu bauen, wo sich die Kühe immer dran reiben können, wenn die irgendwie... Wenn denen irgendwas juckt oder ich weiß gar nicht, wann die das machen, aber es gibt ja immer diese bösen Dinger, wo die sich dann reiben und die sind eigentlich ganz cool geworden. Das hier sind Korallen, glaube ich. Ja, geht eigentlich. So, mal gucken, ob da ein Hühnchen rauskommt. Oh, wunderbar. Hier klappt das immer und da oben irgendwie bei dem anderen nicht. Na egal. So, hier hat sich nichts getan bei den Farmen. Ist alles, wie es auch vorher war, wie es vor 2 Monaten war. Ich habe so lange, also echt 2 Monate ist das ja, das ist der Wahnsinn. So, dieser Weg hat sich geändert. Der ist wieder richtig schön geworden, finde ich, aber... Da wollen wir noch gar nicht hin, wir wollen ja erstmal hier ins Museum. Und oben auf dem Museum sind 3 Flaggen. Wir haben da einmal Deutschland, weil wir hier ein deutscher Server sind quasi. Dann rot und schwarze Flagge, das ist so der Server, die Serverflagge quasi von mir. Und daneben noch die Schleswig-Holstein-Flagge. Ich komme aus dem Norden, deswegen... Na, eigentlich, ich wollte halt 3 Flaggen haben, weil das immer ganz cool aussieht. Und dann wusste ich nicht, was ich da sonst machen soll. Na, wir sind jetzt im Museum. Und im Museum habe ich tatsächlich einiges gearbeitet. Und zwar habe ich quasi nach dem letzten Update, habe ich direkt angefangen, im Museum sehr viel zu machen. Und dann mittlerweile jetzt wieder nicht mehr so, weil ich die Motivation so ein bisschen verloren habe. Aber ich habe auf jeden Fall eine Menge gemacht und das schauen wir uns jetzt an. Und ich würde sagen, wir gehen zuerst nach unten. Denn hier auf der mittleren Etage, wie ihr seht, hat sich gar nicht mal so viel getan. Ich habe hier ein bisschen die Decke ausgetauscht, aber das war's auch. Und hier unten geht aber die Post ab. Und zwar das erste, was ich gemacht habe, direkt nach dem Video übrigens, also bei dem Ein-Monat-Server-Dingsbums-Video, da habe ich direkt danach, während ich es hochgeladen habe, habe ich dieses Ding hier gebaut. Das ist ein kleines Biom, quasi so ein Dschungelbiom. Was ziemlich nice aussieht und da sollen später dann auch Papageien rein und Panda-Bären und sowas. Aber das ist ein bisschen schwierig, die herzukriegen, deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Aber es sieht ziemlich cool aus, gerade auch, dass die Bäume so hoch gehen. Gefällt mir sehr gut, das werdet ihr später von oben auch noch sehen. Und ja, absolutes Highlight ist natürlich hier diese riesige Karte. Ja, ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Die ist zwar ein bisschen outdated, wenn man sich das anschaut, aber ich meine, so im Großen und Ganzen ist es einfach krass. Und ich finde, man sieht auch gut, dass wir hier irgendwie nicht so ein geiles Gebiet haben. Also, finde ich zumindest. So, die Biome, die hier in der Nähe sind, sind halt so... Ne, nicht meine Lieblingsbiome, sage ich mal. Wir haben hier halt ganz normalen Wald, der irgendwie langweilig ist. Wir haben Birkenwald, auch langweilig. Dann haben wir hier Flachland, finde ich auch doof. Dann Gebirge ganz viel, finde ich auch nicht so spannend. Und halt diesen Dark Oak Forest haben wir auch sehr viel. Ja. Naja, wir haben auf jeden Fall hier aber trotzdem, denke ich, das Beste rausgeholt. Und hier links haben wir dann auch ein riesiges Canyon-Gebiet, oben noch eine Wüste. Und da rechts haben wir auch das Meer, wo dann halt Korallenriffe und sowas alles sind. Und es sind tatsächlich ziemlich viele Dörfer hier, also wir haben da ein Dorf, wir haben hier unten, da unten ein Dorf, wir haben da rechts 2 Dörfer, oben sind nochmal 2, da links ist auch noch ein Dorf. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Dörfer hier in der Nähe. Und auf dieser Seite haben wir quasi die Karte, wie der Server nach 2 Monaten aussah. Und auf dieser Seite haben wir die, wie der Server nach 3 Monaten aussah. Das ist übrigens schon ein bisschen länger her. Also die Karte, genau 3 Monate quasi nach Serverstart war der 13. und jetzt ist schon der 24. Ja, ich weiß, bisschen outdated quasi schon, das ist schon 3,5 Monate. Aber ich muss dazu sagen, dass wir auch nicht wirklich viel gespielt haben in den letzten 2 Monaten. Also es war halt Sommer und so und da macht man halt irgendwie auch mal andere Sachen als zocken. Und auch so die letzten 2 Wochen habe ich irgendwie nicht wirklich viel gemacht. Also man sieht da oben, dass ich halt den Pool gebaut habe und ein bisschen Bäume drum gepflanzt habe, aber das war es eigentlich auch schon. Naja, hier unten gibt es aber auf jeden Fall noch mehr zu sehen. Und zwar haben wir zum einen
Gehege für irgendwelche dunklen Kreaturen, sag ich mal. Also hier sollen zum Beispiel Spinnen rein und Höhlenspinnen. Aber was denn das dritte Gehege soll, weiß ich noch gar nicht. Ich habe überlegt, irgendwie Skelette oder Silberfische oder sowas, aber weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall sollen hier aber Spinnen und die Höhlenspinnen rein, das wäre ziemlich cool. Denn hier hinter soll später noch der Streichel zu kommen, quasi, also mit diesen ganzen Bauernhoftieren, mit Schweinen und Schafen und Kühen und Pferden und Eseln und Hühnern und so. Das soll dahinter. Aber das ist wieder ein super großes Projekt und da habe ich ehrlich gesagt gerade auch nicht so viel Lust zu, deswegen habe ich das erstmal so gemacht, so sieht das ja einigermaßen okay aus. Und später, wenn ich dann die Motivation habe, dann wird da einiges entstehen auf jeden Fall noch. So, was wir hier denn noch haben, ist das Aquarium. Und zwar hatte ich mir eigentlich als Ziel gesetzt, jede Fischart hier einmal drin zu haben. Allerdings habe ich da mal gegoogelt und allein von den Tropenfischen gibt es schon über 2700 verschiedene Arten. Und dann habe ich es halt doch gelassen und halt einfach die, die ich gefunden habe, genommen. Wir haben hier vorne erstmal so ein kleines Schatzkarten, Infocenter, so, wo man so Sachen sieht, die man in den Schatztruhen finden kann und wie die Schatzkarten aussehen und was man dafür braucht und so. Ganz cool. Und dann haben wir halt, wie gesagt, hier die ganzen Fische. Hier haben wir zum Beispiel den Buntbarsch. Ich habe immer versucht, mehrere von einer Sorte eben zu fangen. Und ich habe auch versucht, die Aquarien so ein bisschen unterschiedlich zu machen. Zum Beispiel, das hier ist ein relativ kleines. Hier haben wir dann ein etwas größeres, wo man hinten auch nochmal Glas hat. Also man kann von einer Seite auch reingucken. Hier sind die Königinnen-Engelfische. Und ja, hier haben wir dann noch mehr Fische und noch mehr Fische und noch mehr Fische. Und hier ein großes Fischaquarium mit Clownfischen und den Kugelfischen. Und noch mehr Fische. Und hier sollen dann später noch so ein bisschen Schätze hin. Aber, ne, ist gerade gar nichts drin. Soll dann nur später irgendwann so ein bisschen ausstellungsmäßig sein. Noch mehr Fische, noch mehr Fische. Hier dann das Aquarium von der anderen Seite quasi. Fische, Fische und Fische. Natürlich auch alle beschriftet, alle mit dem richtigen Namen. Ja. So, dann gehen wir mal ganz nach oben. Weil, wie gesagt, in der mittleren Etage hier ist ja irgendwie nicht so viel passiert. Hier sollen später auch nochmal Gehege für irgendwelche Tiere hin. Aber in der obersten Etage ist einiges passiert und ich kann euch hier mal so einen Rundumblick verschaffen. Ja, also das hier ist das, was ich so am meisten gemacht habe eigentlich in der Zeit. Und das war halt super viel Arbeit. Vor allem, wenn ihr euch überlegt, dass ich das hier alles, das war ja alles Berg, das muss ich alles abbauen. Und dann hier diese ganzen Konstruktionen, wo man sich tausendmal hochbauen muss, damit das hier so einigermaßen gut aussieht. Aber ich finde, insgesamt ist es ziemlich geil geworden. Also wir haben hier super hohe Decken. Ich wollte ja so zur Hälfte quasi so eine Höhle machen quasi. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt, da wo der Berg quasi aufhört, habe ich Glas gemacht, dass es halt, ja, so ein bisschen Licht noch reinlässt und ein bisschen Kuppel da vorne. Das ist ziemlich cool. Da oben haben wir dann viel verzauberte Elytren drin, was so ein bisschen Engelsstatuenmäßig sein soll, so. Zumindest für Minecraft-Verhältnisse. Ja, und dann auf dieser Seite natürlich das massive, riesige Aquarium, was absolut cool ist und richtig gut aussieht. Ich finde es auch von innen relativ nice gestaltet. Da habe ich auch einfach die ganzen Fische reingespammt, die ich über hatte. Da sind super viele Fische drin, also ich glaube über 50 oder so. Natürlich nicht verschiedene, aber so, keine Ahnung, weil so 20 verschiedene Arten sind, das bestimmt schon. Und dann halt Korallen und da ist eine Höhle und oben ist noch ein bisschen Luft quasi, wenn ich dann nämlich später auch Delfine reinpacke, die müssen ja hin und wieder atmen. Also ohne Scheiß müssen sie halt wirklich, sonst sterben die. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Joke gewesen oder so. Ist ein bisschen awkward, aber naja, ist auf jeden Fall ziemlich nice geworden. Gefällt mir richtig gut und auch wenn man gerade hier oben drauf steht und sich das anschaut, ist das halt super cool. Ansonsten haben wir auch noch Tiergehege und zwar haben wir einmal Alpakas oder Lamas. Das Gehege ist allerdings noch nicht fertig, wie ihr seht. Hier nebenan haben wir Füchse. Das Gehege ist soweit fertig. Und das war auch lustig, die einzufangen. Und jetzt chillen die irgendwie immer alle da oben. Ich verstehe das nicht, aber ist auf jeden Fall auch ein cooles Gehege. Da unten ist so ein kleiner Fuchsbau. Ein bisschen Wasser, Pflanzen und so weiter. Ist ganz cool geworden. Dann haben wir hier noch so ein bisschen das Zeug, was ihr, glaube ich, schon kennt mit den Pillager-Raid-Sachen. Denn hier die allererste Karte, die wir hatten auf dem Server, vom 13.05. Das ist einfach so lange her, das ist krass. Hier dann noch mehr so Ausstellungsstücke. Hier ist ein Skelettpferd. Da möchte ich vielleicht sogar die Skelettpferde reintun, tatsächlich in so ein kleines Gehege. Hier haben wir dann noch Schildkröten, das war auch ziemlich cool. Wobei die Eier super lange gebraucht haben, bis sie ausgebrütet waren. Aber ja, jetzt haben wir hier 5 Schildkröten, 4 Schildkröten. Und ja, ansonsten gibt es ja eigentlich auch nicht viel zu sehen. Es war halt nur super viel Arbeit, wie gesagt, das hier alles auszuhöhlen und dann wieder so cool zu bauen. Und ich finde, es hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt muss ich ja rein theoretisch nur noch die mittlere Etage richtig fertig bauen und unten den Streichel so. Und dann ist ja quasi schon das meiste fertig für das Museum. Und dann bin ich auch super zufrieden, weil, wie gesagt, das Museum war so eine Aufgabe, die ich so lange schon hatte, so viele Jahre auf so vielen Servern. Und jetzt ziehe ich das mal durch. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ja, da oben soll ja ein Drache rauf. Den haben wir noch nicht, weil, ne, sehr viel Arbeit. Aber den Weg hier haben wir, der auch schon eigentlich fertig ist mit den ganzen Blumen und Büschen und Bäumen. Und das sieht eigentlich auch ziemlich geil aus. Auch mit dem kleinen Fluss hier, mit dem Wasserfall. Das gefällt mir alles ziemlich gut. Und eben auch, dass man hier auch keine Fackel wirklich sieht, sondern alles irgendwie undercover ist. Gefällt mir auch ziemlich gut. So.
Dann kommen wir jetzt mal zu einem größeren Projekt, und zwar Mauer mit Türmen und Gebäuden und so Zeugs. Aber vorher gehen wir nochmal einen kleinen seitlichen Weg hier entlang, weil ich habe noch was Kleines gebaut. Und zwar, als ich das hier gebaut habe, ist mir dieser Hügel aufgefallen und ich fand, der sah einfach so perfekt aus, dass man da ein Hobbit-Haus quasi reinbauen sollte, dass ich es auch getan habe. Ja, Hobbit-Haus. Ich zeige euch mal drin rum und führe euch rum und zeige euch alles. In der Mitte hier haben wir direkt einen Kamin, der natürlich hier alles aufwärmt und so weiter. Und ansonsten hier so, ich habe versucht, so runde Gänge zu machen, was so halb gelungen ist, aber für Minecraft-Verhältnisse denke ich, ist das gut. Wir haben hier vorne so einen kleinen Schreibtisch mit so Erforschersachen und Entdeckersachen. So ein kleines, so eine kleine Vitrine, wo noch nichts drin ist tatsächlich. Ein Kompass, ein Kartentisch, Bücher, so ein Banner noch. Eigentlich ziemlich cool. Auch die Fenster hier finde ich ziemlich cool. Die kann man aufmachen und zumachen. Ich habe die meisten zu allerdings. Und dann haben wir hier noch einen Tisch mit einem Kuchen, eine Karte von der Umgebung hier. Und die kleine Küche und einen kleinen Lagerraum, der noch nicht ganz fertig ist. Und dann haben wir hier hinten auch noch ein Badezimmer, was auch noch gar nicht fertig ist. Da verdrücke ich mich so ein bisschen. Und hier dann das große Schlafzimmer, auch wieder mit Rüstungsständern, wo irgendwann mal Rüstungen drauf sollen und Büchern und einem Doppelbett und auch wieder mit einem Kamin. Und hier ist auch Blick quasi Richtung Museum, das wäre dann da vorne. Hier ist der Weg quasi, den wir langgelaufen sind. Ja, gefällt mir auch ziemlich gut. War halt so ein kleines Projekt, was man mal so an einem Tag schnell hochziehen konnte. Und ich fand einfach, der Hügel hat es halt hergegeben. Und ich wollte auch eh schon mal so ein cooles Hobbitloch bauen. Und ist ganz nice geworden. Ich möchte hier später, wenn man den Weg so runter geht, auch einen kleinen Steg haben, der dann hier hinten zu der Brücke führt, die ich euch eben schon gezeigt habe. Und dann soll es auch einen kleinen Weg hier nach oben geben. Denn wenn man hier oben schaut, ist circa bei der Kuh, nee, noch ein Stück weiter, ach hier, wir haben auch nochmal eine Picknickdecke. Und ich finde auch diesen Spot hier ziemlich geil. Hier kann man so auch nochmal ins Tal gucken, quasi in die Richtung und auch in diese Richtung. Hat halt einen ziemlich coolen Überblick über alles, bis hin zu diesem riesigen Turm von meiner Freundin, den ich noch nie hochgegangen bin tatsächlich, weil das dauert einfach viel zu lange. Wobei, das Runterspringen wäre es wahrscheinlich wert, aber naja, ich führe euch erstmal hier weiter rum. Ein bisschen, wir gehen jetzt wieder zu dem Weg zurück und kann ich euch nochmal zeigen, da oben sind die Fenster quasi im Schlafzimmer, die wir uns eben angeschaut haben, hier bei dem Weg. Und jetzt schauen wir uns mal die Taverne hier vorne an, denn das hier ist ja quasi ein Eingangstor von der Stadt oder von dem Dorf oder dem Gebiet zumindest. Und da muss natürlich direkt am Anfang auch eine Taverne sein, die ich hier gebaut habe. Die ist auch noch nicht fertig eingerichtet, aber wie gesagt, so das Gebäude an sich steht schon mal. Hier haben wir so alles mögliche an Tischen drin, wir haben hier den Tresen quasi mit Bierfässern und Zeug und so weiter. Hier soll es dann später eine Treppe geben, die nach unten geht und dann soll da so eine kleine Warenannahme sein. Und ja, dann habe ich auch noch so eine kleine Terrasse, wo man sich auch hinsetzen kann, das ist ziemlich cool. Und man kann hier auch hochgehen, dann hat man hier oben so Schlafräume, die allerdings noch gar nicht eingerichtet sind. Ja, das wird irgendwann mal, denke ich, kommen, aber wie gesagt, ich arbeite hier so ein bisschen nach Spaß und Motivation auf dem Server. Und wenn ich gerade keine Motivation oder keine Ideen habe, dann lasse ich es einfach bleiben und spiele auch mal ein paar Wochen nicht. Ja, aber ich denke, dafür, also, es ist eigentlich krass, wenn man so überlegt, dass wir hier schon 3 Monate drauf spielen und ich weiß nicht, es ist schwierig einzuschätzen, ob das viel ist oder wenig, was wir gemacht haben. Weil theoretisch habe ich echt nicht viel gespielt, aber es ist ja doch relativ cool geworden eigentlich. Und man muss auch dazu sagen, dass, also wir sind ja ursprünglich zu dritt auf diesem Server gewesen. Und nach dem ersten Monat hat halt der eine Typ, der hier noch mitgespielt hat, irgendwie keine Lust mehr gehabt oder so und spielt halt nicht mehr. Macht andere Sachen, was ja auch okay ist. Aber das bedeutet, dass wir halt sowieso nur noch zu zweit spielen und meine Freundin ist jetzt auch nicht so krass viel auf dem Server. Und baut vor allem relativ wenig. Dementsprechend ist das hier quasi fast ein Singleplayer. Ja, eine Singleplayer-Welt eigentlich. Aber sie macht ja trotzdem was, also sie spielt ja auch nur halt nicht an denselben Projekten quasi, die ich baue. Wir gucken uns jetzt mal hier die Türme an, die eigentlich auch ziemlich nice sind. Die sind alle gleich aufgebaut, deswegen zeige ich euch vom Innenleben nur mal den einen hier. Ich müsste hier rein theoretisch noch mehr Etagen quasi reinbauen und dann die auch noch ein bisschen ausrüsten, aber wie gesagt, das ist wieder super viel Arbeit, auf die ich gar keine Lust habe. Und hier oben drauf sind dann immer so ein paar Schneemänner, eine Glocke, ein Lagerfeuer und halt eine gute Aussicht, wenn ich mich mal hier hinstelle. Wir haben jetzt da unten quasi das Eingangstor, dann haben wir hier Mauer, Mauer, Mauer. Hier ist dann noch ein Turm. Da haben wir so einen kleinen Aufgang und dann haben wir hier so eine Brücke quasi, die ein bisschen befestigt ist. Und dann hier vorne wieder ein Turm. Und dann haben wir hier auch Wasser, das geht hinter dem Berg noch lang bis an der am Museum vorbei quasi. Also von da aus haben wir so einen Wassergraben als Absicherung. Und hier vorne haben wir dann wieder Wasser und so eine kleine Hängebrücke bis zum nächsten Turm. Und hinter dem Turm ist auch noch ein Turm, den man da so ein bisschen sieht. Und dahinter hört dann aber auch die Mauer auf, weil ich noch nicht weitergekommen bin. Und da vorne, wo der Cobblestone quasi ist, das auch nochmal ein Tor. Kann man auch nochmal durchlaufen. Und das hier ist ja quasi der ursprüngliche Weg zu uns gewesen, mit dem Tor da vorne.
Und ja, diese Mauer soll irgendwann halt komplett einmal rumgehen um unser ganzes Gebiet und dann soll halt möglichst im Gebiet alles ausgeleuchtet sein, sodass sie keine Viecher spawnen. Das machen wir eigentlich auf jedem Server meistens, dass wir so unser Gebiet einzäunen und komplett ausleuchten, weil halt die ganzen Viecher das schon irgendwie so ein bisschen nervig machen. Und. Oh, jetzt habe ich den da runtergeschickt. Oh, das wollte ich gar nicht. Naja, egal. Jetzt läuft er hier unten. Ach nee, das ist scheiße. Dann macht er hier überall Schnee hin. Soll ich den umbringen? Das, ihr müsst jetzt einmal die Augen zumachen, liebe Kinder. Das tut mir leid. So. Niemand hat was gesehen. Ja, wir laufen nochmal in diese Richtung hier, denke ich. Hier gibt es nämlich auch noch einiges zu sehen. Und zwar zum einen diesen Staudamm hier, wo man noch rüberlaufen kann. Das ist quasi Staudamm plus Brücke. Und wenn man den Weg dann hier lang geht, dann kommt man hier zu dem Tor, was ich euch eben erwähnt habe. Zu dem, was ich euch eben gesagt habe. Und da wollen wir auch gar nicht lang, denn da ist nicht wirklich viel. Wir wollen jetzt lieber ein bisschen in diese Richtung hier. Hier soll es auch später noch eine Brücke über den Fluss quasi geben. Das ist ja auch ziemlich nice. Und jetzt klingelt das Telefon. Aber ist auch egal, ich glaube, das hört man nicht so laut. Da vorne aus dem Wall kommt auch Wasser raus. Ist auch eigentlich ziemlich cool. Und wir gehen jetzt mal den Weg hier lang. Ich kann eigentlich diesen Weg hier nehmen. Das soll später durch so einen Tunnel führen halt. Weil der andere Weg wäre ein bisschen zu anstrengend zu bauen. Und dann soll man hier irgendwo rauskommen. So. Und dann in diese Richtung weiter, da findet man dann nämlich sich in einem Dorf wieder, was auch auf den Karten auch schon eingezeichnet war. Und der Typ hört irgendwie einfach auch nicht auf anzurufen, er lässt einfach 20 Mal klingeln, das ist ein richtiger Ehrenmann. Hier wie gesagt ist das Dorf, was ich schon total geplündert habe und in der Mitte so einen Villager wieder gebaut habe. Das soll alles noch ein bisschen umgebaut werden, ein bisschen größer, das soll halt wirklich eine Stadt werden oder zumindest ein kleines Dorf mit vielen Gebäuden und auch mit Villagern, die rumlaufen. Und dann gibt es nämlich hier hinten ein riesiges Feld, das ich aufgebaut habe. Und das soll dann quasi hier so ein bisschen das Bauerndorf sein, was sich dann um die Felder hier kümmert, quasi. Und ihr seht schon, hier ist echt alles mögliche angebaut. Kühe gibt es hier, alles mit allem drum und dran quasi. Und der Typ der hat echt was Wichtiges. Vielleicht soll ich da auch hingehen, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich habe nicht so viel Lust eigentlich zu reden, gerade mit jemand anderem. Keine Ahnung, na egal. So, wird schon nichts Wichtiges sein sonst. Ne, wird der auch wieder anrufen. So, hier seht ihr halt, wie gesagt, dieses riesige Feld. Und hier sollen dann irgendwie so Bauernhäuser hin und eine Windmühle und sowas. Und dann soll es in der Richtung auch noch weitergehen mit Feld. Und das stelle ich mir einfach ziemlich cool vor. Und wenn man dann irgendwas braucht, kann man halt hier hinlaufen und sich das alles holen. Und auch natürlich für die Tiere soll es hier Gehege geben, wo dann halt so ein bisschen farmmäßig, ne, Bauernleben halt hier ist. Ja, in der Stadt ist halt, oder im Gebiet, was später eingekreist wird, quasi, ist nämlich nicht so viel Platz für so Felder und vor allem nicht in diesem Ausmaß halt. Also ihr habt ja vor unserem Haus quasi die Felder, die sind ja auch relativ groß und reichen ja theoretisch auch, aber wie gesagt, an diesem Maßstab kommt es halt nicht ran. Und deswegen müssen wir das auslagern quasi. Und ich finde, es sieht auch nicht so schön aus in einer riesigen Stadt, die von Mauern umgeben ist, halt so riesige Felder auch zu haben, ist ein bisschen unnötig. Deswegen ist es schon dieses kleine Bauerndorf quasi ein bisschen cooler. Und dann halt, oh, Lagback. Und dann halt diese Felder dort. Vor allem, weil es halt auch nicht so weit weg ist. Und dann macht es auch ein bisschen Sinn, dass wir hier einen Weg hinbauen und so weiter. Und ja. So, was ich euch noch zeigen kann, ist mal das Haus von dem anderen Typen. Da hat sich nämlich auch gar nichts geändert. Das wird sehr spannend für euch. Da laufen wir jetzt noch einmal in diese Richtung, nämlich. Hier soll übrigens später ein großer weißer Baum hin. Das habe ich mir schon genau ausgedacht. Sondern mit Birkenholz quasi und mit Birkenblättern auch. Und dann soll das hier irgendwie so ein bisschen runterhängen, halt so. Halt so ein selbstgebauter, riesiger Baum eben. Damit sich das so ein bisschen abhebt hier von dem ganzen, von den ganzen Standardbäumen in Minecraft quasi. Das habe ich auch versucht hier in den Wäldern so ein bisschen zu variieren. Also wir haben hier normale Eichenbäume, dann haben wir Fichte natürlich und Birke. Und ich habe auch versucht zwischendurch immer wieder diese großen Eichenbäume zu machen. Einfach damit es ein bisschen, ja, ein bisschen durcheinander aussieht, ein bisschen abwechslungsreicher. Und ich finde, das ist mir auch eigentlich relativ gut gelungen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und so mache ich es halt auch überall gerade, wo ich halt Wälder baue. Außer in den Fichtenbiomen, da mache ich tatsächlich nur Fichten und diese richtig großen Fichten quasi. Ja, sieht einfach ein bisschen besser aus als einfach nur Fichte oder einfach nur Birke oder einfach nur Eiche. Das finde ich immer so ein bisschen langweilig. Hier vorne tatsächlich ist so ein bisschen die Tutorial-Arena oder das Tutorial-Gebiet quasi. Denn hier ist einmal der Brunnen, den ich im Tutorial gebaut habe, weil ich den ziemlich cool fand. Oder ich fand den so gut, meinen eigenen Brunnen im Tutorial, dass ich den einfach nachgebaut habe in dieser Welt. Und hier soll dann später auch so ein bisschen, na, so ein bisschen Garten hin und so ein paar Bänke und dann kann man sich den angucken und so weiter. Und hier vorne hat meine Freundin auch die automatische Eierfarm gebaut, die ich ja auch in einem Tutorial hatte, könnt ihr euch gerne anschauen. Funktioniert sogar ziemlich gut, cool. Und ja, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite quasi von dem Dörfchen, wo wir angefangen haben. Und ich würde sagen, wir hören dann auf dem Turm da oben auch auf. An der Stelle, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag 3 Monate in die Kommentare.
Denn es ist einfach schon 3 Monate her, dass wir diesen Server angefangen haben. Das ist der Wahnsinn. Wie die Zeit einfach läuft. Und vor allem, ich habe echt. Also, ich würde sagen, ich habe nicht so viel gespielt. Natürlich mal mehr, mal weniger. Aber es kann sich doch schon sehen lassen, denke ich. Hier bei dem Haus, wie gesagt, hat sich absolut nichts geändert. Ist immer noch genauso wie vorher. Eigentlich müsste ich das mal ein bisschen weiterbauen. Zumindest ein Dach auf und die Mauer drumherum. Ein bisschen Garten. Hier hinten noch ein bisschen Wasser. Einfach damit das hier fertig ist. Und ich meine, es ist ja auch, wie gesagt, ich mache dem Team jetzt keinen Vorwurf, dass er nicht mehr spielt, ist ja. Ne? Man spielt halt, wenn man Bock hat und wenn nicht. Und ja, ich spiele ja auch nicht jeden Tag 8 Stunden oder so. Ist ja bloß die. So, dieses Haus hier, da könnte eigentlich auch noch mal ein bisschen Garten drumherum, dann würde das auch nice aussehen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir auf diesen Turm kommen. Denn da war ich tatsächlich noch nie oben drauf, das hatte ich eben auch schon erwähnt. Das ist immer so, meine Freundin, die spielt mit mir Minecraft und dann ist sie irgendwie weg. Und sagt nicht, was sie tut, und dann irgendwann gibt es halt hier so ein Riesenteil irgendwie. Irgendwie entsteht das dann immer so komplett undercover. So, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall ein Durchgang, wo man nicht so gut reinkommt. Dann haben wir hier, oha, sieht also das ganze Eis geklaut, gut zu wissen. Hier geht es noch nach unten. Okay. Aber wir hüpfen da jetzt erstmal hoch. Vor allem, ach, keine Ahnung, ich hätte halt einfach eine Leiter hochgebaut und sie macht hier so eine Wendeltreppe einfach hin. Auch nicht schlecht. Und ich würde einfach so behindert werden, wenn ich das hier die ganze Zeit hochspringen müsste, weil ich oben was ändern möchte. Man könnte auch außen theoretisch die Blätter hochlaufen, fällt mir gerade auf. Vielleicht macht sie das auch, das glaube ich nicht so schlimm, weil es halt länger geradeaus geht quasi. Und hier ist es ja echt so, man hüpft so zwei, dreimal hoch und muss in die Richtung ändern. Und vor allem geht das einfach ewig hoch. Ach du Kacke. So, aber von hier sieht man auch irgendwie echt alles. Also man hat hier einen richtig guten Rundumblick. Den werde ich von oben, denke ich, auch nochmal genießen. Ich hoffe, dass ich da nicht so weit oben bin, dass die Welt schon wieder nicht mehr lädt. Das wäre ein bisschen doof. Alter, wie hoch geht denn das hier? Das ist echt der Wahnsinn. Wenigstens alles ausgeleuchtet. Vor allem, die muss das ja alles selber gebaut haben. Einfach so. Und vor allem, sie ist bestimmt noch richtig oft hier runtergefallen. Das würde ich gerne mal wissen, wie oft sie hier runtergefallen ist, so beim Bauen. So. Oh, ich werde nachher runterspringen auf jeden Fall. Ich hoffe, ich überlebe das. Ansonsten sind meine 44 Level futsch. Das schauen wir uns ja gleich mal an. So, hier oben kann man chillen. Oh, das ist ja nice. Also man geht diesen ganzen Weg hoch, nur damit man hier oben chillen kann. Das ist einfach wundervoll. Ist das so hoch, wie es geht? Das ist nicht mal so hoch, wie es geht. Da gehen noch 20 Blöcke rauf. Eieieiei. Naja, von hier kann man auf jeden Fall unsere ganze Welt so ungefähr sehen. Da haben wir noch so ein paar Dörfer. Der Baum hat sich übrigens auch nicht geändert. Das Dorf. Denn, oh, dieses Gebiet, das sieht einfach echt nice aus. Ich glaube, ich mache davon einen Screenshot tatsächlich. Mache ich mal so, glaube ich. Oder die Flaggen noch mit rein. So einmal. Okay. Da hinten das Feriengebiet quasi, das lädt leider nicht. Das ist krass. Das ist ja echt eine nice Aussicht hier auf jeden Fall. So, und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich springe da jetzt runter und ich hoffe, dass ich das überlebe. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in 3 Monaten nochmal. Dann sind es 6 Monate. Und ja, haut rein und ciao. Ah, überlebe ich das? Oh, das müsste ich ja locker überleben. Oh, ja, nice Idee. Ach, oh, direkt in den Lachs. Super. Naja, Jungs und Mädels, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.